Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, seid ihr Hau und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Three Kingdoms mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Dong. Und im letzten Teil haben wir eigentlich unseren Kampagnensieg so mehr oder weniger festgemacht. Zumindest den in der kurzen Kampagne, nämlich gegen Pei Yuan Shao. Und ich glaube, das Ding ist, warum wir hier... Ach, das ist der... Höhman, interessant, gut zu wissen. Ich glaube, dass ich hier den Zhang Bao nicht platt machen kann. Das liegt daran, weil der keine Armee mehr aufstellen kann. Das ist seine letzte Armee, die er hat. Der Zhang Bao ist offenbar nicht im Kommando, sondern nur der Pei Yuan Shao. Und wenn ich den jetzt halt besiege in einer Feldschlacht, dann dürfte das wahrscheinlich darauf hinauslaufen... Ganz kurz, in der Kleinstadt könnten wir eine Armee aufstellen, ne? Dann dürfte das darauf hinauslaufen, dass wir ihn, dass wir ihn nochmal sehen, ne? Also das war so meine Überlegung bei der ganzen Sache. Gojia könnten wir nehmen. Guoxi hat eine ganz gute immer auf Truppe. Berichtet, was in meiner Abwesenheit geschehen ist. Und wir machen noch Guojia mit dazu. Um Kräfte zu sparen. Ja, Brandgeschosse kann er ja einsetzen. Die werden wir aber wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ich gebe dem jetzt mal einfach nur hier noch so ein paar Armbrustschützen mit. Das müssen gar keine vollen Armeen sein. Ich hätte gern irgendeinen mit Kavallerie. Und Niu Fu, der finde das nicht so dufte, da in der Armee mit zu dienen. Aber der hat halt genau die richtige Armee hier mit dabei, ne? Nur zwei Einheiten Lanzenmiliz und dann ist gut. Dann haben wir zwar auch keine Kohle mehr, aber das müsste eigentlich reichen. Ja, okay. Ich überlege immer noch so ein bisschen, woran das gelegen haben könnte, dass ich hier so keine Möglichkeit hatte, den Kaiser zu entführen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mit Dongzhou selbst in die Hauptstadt laufen muss und diese Mission einem fälschlicherweise anzeigt, dass da nur ein General oder ein Charakter hinlaufen muss. Wenn man nur das Reittier erhalten, ein legendäres Ross. Okay, der steht angeblich hier unten. In den Krieg. Ausgangsstellung. Dann muss der aber auch schon im Gewaltmarsch dahin gelaufen sein, was ich jetzt komisch fände. Ne? Mit jedem Schritt rückt Ordnung näher. Bereit für einen langen Marsch. Oh, ich laufe doch im Gewaltmarsch, das macht mir eigentlich nichts. Nein. Ja, du wartest noch eine Runde da oben und dann ist gut. Ist er irgendwo hier im Ackerland. Da muss er irgendwo rumlaufen. Das ist leider ein KI-Problem hier in diesem Spiel. Die KI ist unfassbar feige und wird sich nicht auf Gefechte einlassen. Respektiert mich. Steht mir im Weg. Zeigt keine Gnade. Ist das die restliche Armee, die er noch hat? Das ist ja echt wenig, ne? Reckt euch immer Richtung Himmel. Stopp.
Ich gucke jetzt nur noch nach legendären Charaktermodellen. Alles andere ist hier erstmal uninteressant. Gelbhufiger Blitz, cooler Name auf jeden Fall für ein Pferd. Ah ja, cool. Vielleicht kann ich ja jetzt diese Armee da besiegen. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt. Wenn man mal einen Quick Save. Ist ja klar, dass er da abhaut. Greif die Teufel an! Aber das muss ich ja nicht mehr selber machen. Der Sieg war uns gewiss. Aha. Erledigt sie. Wen beherrsche ich? Ja, das war's tatsächlich. Wow. Mein Schicksal. Okay. Vernichtet Zhang Bao. Diese Fraktion gibt es nicht mehr und so kämpft ein Krieger weniger auf dem Schlachtfeld. Die Rebellion endet. Die Zhang-Brüder wurden niedergeschlagen und ihre Rebellion stirbt mit ihnen. Zwar mögen einige Überreste zurückbleiben, doch sie sind keine Bedrohung mehr für das Han-Kaiserreich. Das ist ein glorreicher Sieg. Macht bewegt, Mitgefühl schwankt. Genau, eine Runde bis zum aufgefüllt werden. In den Krieg. Bemannt die Decks. Kurs setzen. Komm, fahr du noch mal nach Luoyang. Ich will doch mal sehen, ob wir da irgendwas machen können. Also nicht, dass wir da was machen müssen, aber vielleicht können wir da was machen. Wir brauchen noch eine Forschung. Prozent mehr Nachschub ist, glaube ich, aktuell eine gute Idee. Geben wir noch ein bisschen mehr List. Haben noch so viel Eifer. Ich stelle mir gerade die Frage, ob wir dagegen noch was tun müssen. Was vereinfachen muss, getrennt werden. Herr Dongzhou, die Stabilität des Kaiserreichs bleibt ungewiss. Der Aufstieg der Zhang-Brüder wurde möglich durch eine alte und brüchige Regierung. Das ist eigentlich richtig, die durch die Bestrebungen der Kriegsherren und Bürokraten weiter an Kraft verloren hat. Ja, das ist eigentlich auch richtig. Was einst verbunden war, ist nun getrennt und es kündigt sich erneut Krieg an. Ein Sturm zieht auf Dongzhuo. Greift zu den Waffen und seht zu, dass die Han so etwas noch nie zuvor gesehen haben. Okay. Lasst euch bohren. Mein erster oder meine erste Mission führt uns an Liu Bei vorbei hier hoch zu dieser Handelsniederlassung bei Yubei Ping. Fördert Leidenschaft. Der Wind unterstützt mich. So, der Kaiserin Höja jetzt down ist, kann ich hier wahrscheinlich aber auch nichts mehr machen, ne?
Oder könnte ich jetzt noch Luoyang erobern? Ja, ne, das ginge wohl. Zum Dienst! Zurück in Ausgangsstellung! Zhang Lao, wohltätig. Xun Yu, wohltätig. Und Dong Qinyan, pflichtbewusst. Das ist mein Kind. So, pflichtbewusste Kinder, das ist genau das Richtige. Das, wonach sich alle Eltern sehen. Haltet durch. So, schauen wir mal hier hoch. Wie sieht's hier aus? Marschieren. Ja, wir laufen mal vor, gucken mal, was da geht. Vielleicht können wir jetzt auch in unseren Komtureien irgendwie noch diesen Eifer reduzieren. Das wäre mir ein großes Anliegen. Geht am besten natürlich immer über Aufträge, ne? So, der ist schon lau hier. Ich muss ihn mal befördern, ne? Tja, ich könnte halt noch so einen Kommandanten gebrauchen, aber Chichi der Magistrat, 49 Jahre alt. Für einen Tausender, wir können mal gerade gucken. Chichi, wie bist denn du so drauf? Zeig nochmal ganz kurz. Alles mit dem Ungeschickt ist nicht so wild. Ich brauche halt noch jemanden. Hier habe ich doch einen Auftrag erteilt, ne? Tja, Gebäude ausbauen, das ist echt noch nicht so mein Ding hier, ne? Also das ist... Das ist mir einfach nur eine Nummer zu teuer. Ich will jetzt auch nicht einfach hingehen und den Kaiser platt machen. Taishizi, der ist auch nicht so ganz ohne, der Typ. Wir könnten halt über Mateng drüber rollen, ne? Oder halt eben Hansui. Ist auch immer eine Möglichkeit, ne? Vielleicht laufen wir mal nur in die Richtung. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir da noch was tun. Bleibt aufrichtig. Ach, guck mal da. Boah, nicht dein Ernst, ne? Für den Frieden. Ja, genau. Für den Frieden. Ja.
Mateng hat Gongdu den Krieg erklärt, ne? Dann ist es jetzt natürlich auch nicht so schlau, Mateng Platz zu machen, weil gegen Gongdu zu kämpfen ist eine gute Sache. Bringt die Menge zur Einheit zusammen. Marsch! Lauf du mal hier hoch. Minus 10, ne? Das ist doch mal ganz brauchbar. Der Vorschlag hat an Klarheit verloren. Ach. Hat den militärischen Zugang mit mir gecancelt. Okay, das ist jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Frage ist halt wirklich, was wir hier machen können. Ne? Wir können nur versuchen, hier einzelne Rebellionsarmeen auszuschalten, aber viel mehr geht da ja auch nicht. Ne? Yuan Shu erklärt seine Absichten. Ich erreiche die Kunde, dass der Kriegsherr Yuan Shu sich zum Kaiser unter dem Himmel erklärt hat. Eine solche Dreistigkeit hat viele erzürnt, doch er hat auch mächtige Adlige für seine Sache gewonnen. Ja, aber letzten Endes ist er ja Zau Zau unterlegen. Stellenweise zumindest. Ausgangsstellung. Also jetzt müsste ich mal kurz überlegen. Also ich könnte den jetzt angreifen, Nachtgefecht. Ich könnte dann vielleicht den noch angreifen mit einem Nachtgefecht, ne? Gucken wir mal gerade. Ne, ich kann keinen Nachtkampf machen. Ja. Das ist halt relativ ungünstig, ne? Rückzug! Für das Volk! Ich folge eurem Ruf. Das ist relativ ungünstig. Dient dem Volk! Das ist relativ ungünstig. Ich dachte, der würde den Nachtkampf beherrschen. Tja. Er greift uns jetzt an, das ist mir eigentlich egal. Ich ziehe mich mal zurück und guck mal, ob das klappt. Wenn uns dann nochmal mit so einer Armee angreift, dann stirbt diese Armee jetzt halt. Wobei ich hier auch sagen muss, normalerweise würde ich das wahrscheinlich dann laden. Jetzt lassen wir das einfach mal so weg und dann ist es halt okay. Vielleicht metzelt er sie nieder. Ja, der ist auf jeden Fall tot. Achso, ich verliere dann auch wieder. Ich verliere dann auch wieder Machtpunkte, ne? Ja, nee, das ist aber echt asozial. Der zecht. Okay, gut, dann zecht er mal ein bisschen. Verlieren wir dann halt vor allen Dingen so viel Einschüchterung, das habe ich nicht bedacht bei der Sache, okay. Ja, dann würde ich unter solchen Umständen normalerweise die Armee dann einfach auflösen und dann bleibt diese Turban-Revolte halt da oben und mir ist das dann komplett egal, ne, also, ja. Ist jetzt sicherlich nicht der schönste Abschluss für so ein Let's Play, aber in meinen Augen würde ich jetzt auch hier sagen, hier kann man so ein Let's Play-Projekt auch beenden, denn warum sollen wir das jetzt großartig weiterführen? Also ich bin natürlich schon der Meinung, wir sind recht mächtig unterwegs. Also wenn ihr euch mal das anguckt, wir haben schon einen großen Teil des Nordens halt unter unserer Kontrolle. Wir haben überhaupt kein Interesse daran, weiter nach Süden zu expandieren, weil da stochert man nur in Wespennestern rum und wir müssten halt zig Schlachten führen. Das würde dieses Let's Play unfassbar in die Länge ziehen und ich wollte jetzt auch in Anbetracht der Zuschauerzahl nicht unbedingt noch weitere 20 Parts hier reinstecken. Es sei denn, ihr sagt hier ganz klar, wir wollen das weiter schauen. Wir geben 500 Daumen nach oben und das ist ja so die Regel bei mir beim Kanal. Wenn diese Videos 500 Daumen hochkriegen, dann führe ich diese Projekte auf jeden Fall fort und dann zocke ich auch auf jeden Fall weiter. Das ist für mich ein wichtiges Feedback von eurer Seite. Also ihr habt das auch dann natürlich ein bisschen selber in der Hand. Ich sag mal so, hier jetzt
hätten wir streng historisch gespielt, ne? Und den Lübu behalten und hier unten den die Kaiserin, insbesondere eben den Sohn der Kaiserin in unsere Gewalt gebracht, dann wäre das wahrscheinlich so, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit fast allen Fraktionen im Krieg liegen würden und dann hätte man so eine Art This is Total War, ne? Und dann hätten wir hier nicht so weit nach Osten expandieren können, sondern würden wir wahrscheinlich hier nur versuchen, unsere Kernlande zu verteidigen. Ihr seht ja auch, wir haben ziemlich hohe Ausgaben durch die Diplomatie, demgegenüber relativ geringe Einnahmen, ne? Also wir könnten schon mit etwas mehr Geld rechnen, insbesondere weil wir kein Interesse daran haben, den Steuersatz in die Höhe zu treiben, ne? Das ist insofern natürlich gut für die öffentliche Ordnung, da haben wir also eigentlich keine Probleme, trotz der Turbanrevolte. Und jetzt müssten wir halt erstmal versuchen, hier überall diesen Eifer zu reduzieren, was ja auch hier ganz gut klappt, ne? Das geht ja schon in der Peripherie. Ich wurde gefragt von einem Zuschauer und ich gehe da jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss drauf ein, weil ich denke, das ist ein Anliegen, das ist mir persönlich wichtig, wenn es um diese Spielentwicklung geht und wenn es darum geht, wie diese Spielserie hier weiterläuft, dass ihr da auch so ein bisschen meine Gedankengänge nachvollziehen könnt. Dongzhuo, man sollte generell überhaupt keinen Helden in dieser Kampagne aggressiv spielen, außer die Turbane, weil die keine andere Wahl haben. Ja, die Turbane kann man nur aggressiv spielen, man kann sie nicht defensiv spielen. Aggressiv spielen heißt, viele Provinzen erobern, möglichst viele Schlachten schlagen und gegen möglichst viele Armeen kämpfen. Das kann man eigentlich in meinen Augen mit keinem der Charaktere hier machen. Das ganze Spiel ist auch überhaupt nicht darauf ausgelegt. Das hat was damit zu tun, dass auf diesen hohen Schwierigkeitsstufen die KI unfassbar defensiv spielt. Und zwar so, dass sie den menschlichen Spieler niemals angreifen wird, wenn sie von vornherein weiß, dass sie so ein Gefecht nicht mit 80 oder 90%iger Sicherheit gewinnt. Ihr könnt natürlich bei Verteidigungsschlachten da mit so ein bisschen tricksen, ne? Die KI wird eher mal versuchen, so eine Eisenmine anzugreifen, wenn da so eine kleine Armee drin ist. Und Eisenminen kann man zum Beispiel aufgrund der geografischen Konstellation relativ gut verteidigen. Das geht durchaus, ne? Da kann man sicherlich auch coole Gefechte provozieren. Was auf jeden Fall aber nicht geht, ist Feldschlachten schlagen. KI-Schlachten in Feldschlachten oder KI-Streitkräfte in Feldschlachten besiegen. Das geht natürlich halt auch gegen hier so eine Riesenarmee halt nicht, ne? Und man sieht natürlich auch, die Verluste bei solchen Autogefechten sind natürlich auch lächerlich niedrig. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal hier außen vor. Wie gesagt, unter normalen Umständen würde ich dann halt so eine Armee, wenn ich hier sehe, aha, guck mal, der hat da oben so drei Half-Stacks stehen oder hat er noch die Siedlung und da oben, da macht keine der KI-Fraktion was, dann laufe ich zurück, löse meine Armee auf und spare mir das Geld, wie ihr hier seht. Wir hätten dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich halt schon so um die 30.000, ne, hätten deutlich mehr Geld und bräuchten das also gar nicht. Es muss keiner machen und dieses Defensivverhalten, das gilt halt auch für die KI-Fraktionen, das gilt auch für die KI-Fraktionen hier, ne? Also so eine Armee hier würde natürlich niemals irgendwie auf die Idee kommen, auch nur in Ansätzen in die Reichweite dieser Armeen zu laufen. Es sei denn, Liu Bei hätte hier noch einen weiteren Fullstack, vielleicht mit Guan Yu an der Spitze oder so, ne? Und würde dann noch hier dann rumlaufen. Man kann das übrigens, achso, hier sehen wir übrigens, der ist verletzt, ne? Das ist der Einzige, die anderen sind alle Fritte, oder? Sind die anderen Fritte? Ne, Guo Jia ist auch wieder da übrigens. Okay. Er hat nur den Guo Xi platt gemacht, okay. Also wahrscheinlich könnte man da auch dann, wahrscheinlich hätte man dann vorhin auch, wenn wir das laden würden und wir würden diese Schlacht manuell machen, dann würden wir den Guo Xi wahrscheinlich auch nicht verlieren, ne? Sondern dann würde man dann halt eben, keine Ahnung, zwei Gefechte starten. Da würde man Charakterduelle starten, würde mit den Charakteren abhauen und dann wäre gut, ne? Dann hauen die ab, dann verliert man die Armee und dann ist das halt so. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch tatsächlich. Denn was soll diese Turban-Revolte hier machen? Er wird nicht hier durchlaufen. Das macht die KI nicht, weil die KI hier ihre Städte zu gut verteidigen kann. Ich will aber noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und das kann man sehr schön bei Merbs Tyrion Let's Play sehen. Und zwar, falls ihr dieses Let's Play-Projekt nicht gesehen habt, ich erkläre diesen Effekt, der da auftritt, der Merb,
Der Möb wundert sich auch selbst in dem Let's Play, dass die KI sowas macht. Ich weiß nicht genau, ob... Also ich glaube, den Hintergrund dafür benennt er jetzt nicht explizit, aber das ist ja übrigens überhaupt keine Kritik, weil ich dieses Let's Play auch tatsächlich sehr sehenswert finde und das nur jedem empfehlen kann. Also Mr. Merbs Let's Play mit Tyrions Fluch des Enarion. Er spielt Lothar auf sehr schwer. This is Total War gegen alle Fraktionen im Krieg. Und der nimmt zu irgendeinem Zeitpunkt, nimmt er diese Tore ein. Lothar ist ja bei Warhammer, ne, da wo der Vortex halt ist, ne, da sind ja auch diese Tore drumherum. Und diese Tore haben relativ gute Garnisonsarmeen, ne? Jetzt ist es aber so, dass bei Siedlungsverteidigungen der menschliche Spieler von der KI durchgehend schlechter bewertet wird als der Wert der Armee. Das heißt, eine sehr gute Verteidigungsarmee wird immer noch gegen relativ schlechten Trash einer KI-Fraktion als Verlierer gewertet. Wobei man natürlich bei Verteidigungsschlachten immer sehr gut KI-Schwächen ausnutzen kann. Wie zum Beispiel, dass sie Choke Points benutzen muss, ne, wo man dann halt eben mit Fernkämpfern draufballern kann oder mit Arti, dass die KI, weiß ich nicht, erstmal viele Einheiten auf die Mauern draufstellen muss, wo man sie dann mit Bogenschützen abschießen kann und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Defensivschlachten sind eigentlich relativ leicht zu gewinnende Schlachten, wenn man Städte verteidigt. Sowohl bei Three Kingdoms als auch bei Warhammer 2. Und der Effekt, der hier auftritt, das ist der Effekt, den der Möb ausnutzt, ohne dass er es wahrscheinlich weiß. Nämlich durch die Tatsache, oder wahrscheinlich weiß er es, aber er nennt es jedenfalls nicht explizit in seinem Let's Play. Nämlich die Tatsache, dass er wird sehr, sehr häufig bei diesen Toren angegriffen, regelmäßig. Also ich glaube, jeden Turn verheizt die KI so eine Fullstack-Armee an diesen Toren. Weil das Auto-Resolve dazu führt, dass die KI die Chancen einer erfolgreichen Belagerung nicht abschätzen kann und denkt, die gewinnt sicher und deswegen springt die auf diese Tore drauf mit einer Armee nach der nächsten, obwohl sie überhaupt keine Chance hat, diese Tore einzunehmen. Selbst wenn man da noch eine Armee reinstellt, wird die KI immer noch hoffnungslos überschätzt. Und es wird noch einfacher, die KI-Fraktion zu besiegen. Und das muss man hier in diesem Spiel auch schaffen, denn sonst hat man keine Möglichkeit, Feldschlachten zu führen. Die KI wird sonst immer vor einem weglaufen. Und das ist eine Entwicklung, die mich an diesem Spiel stört. Und das ist ein Grund, warum aggressives Spielen nicht belohnt wird. Das Einzige, was man tatsächlich schafft mit aggressiver Eroberungsstrategie in diesem Spiel, ist, dass alle Fraktionen einem den Krieg erklären, weil man halt schnell viele Länder erobert und nicht mehr so effektiv Diplomatie betreiben kann. Dass man ständig irgendwelchen Armeen hinterherrennen muss und dadurch seine Fraktion schwächt, weil man die Territorien nicht mehr gescheit garnisonieren kann. Und das ist auch ein Effekt, der hier eintritt. Und was man tatsächlich machen müsste, wäre wahrscheinlich, wenn es Krieg gibt, ne, mit solchen Siedlungen, man sucht sich eine Siedlung, wo man eine halbwegs gute Verteidigungsausgangslage hat, ne, zum Beispiel dadurch, dass man so eine Ortschaft ohne Mauern wahrscheinlich, wäre noch gar nicht mal so schlecht. Und dann stellt man da so ein Half-Stack rein und die KI wird wahrscheinlich mit einem Full-Stack nach dem anderen auf diese Ortschaft raufspringen. Ist nur so eine Überlegung. Ich werde das mal versuchen auszunutzen. Es wird auch in diesem Spiel passieren. Es passiert ja auch in diesem Spiel. Die KI greift in der Regel keine starken Garnisonen an. Sie greift auch keine starken Armeen an. Sie wird immer vor starken Armeen davonlaufen und sie wird immer davonlaufen, wenn sie denkt, sie verliert eine Schlacht. Oder kann eine Siedlung erobern, aber danach nicht sicher halten. Das wird auch immer passieren. Und das Einzige, was man machen kann, ist Armeen ständig in Hinterhalte stecken. Dann kann man natürlich nicht mehr so weit laufen. Das kann man aber tatsächlich halt noch machen. Ne? Was kann man noch machen? Ja, doch, eigentlich Hinterhalte. Hier kann man eigentlich nur Hinterhalte machen. Das heißt, man kann nicht so weit laufen. Das heißt, man hat weniger Bewegungsreichweite. Man muss wieder defensiv spielen und versuchen, besser zu verteidigen. Und deswegen finde ich die Ausgangssituation hier mit dem Dong wirklich ziemlich knifflig, weil dieses Terrain nicht gut durchlaufen werden kann, weil man mit dieser Liang-Rebellion viele, viele Gegner hier hat, die man nicht so leicht besiegen kann. Oder zumindest die einen versuchen zu harassen, ne, indem die schwache Siedlungen angreifen und so. Ja. Mein Fazit zu dieser Kampagne, trotzdem hat es mir Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid im nächsten Projekt. In diesem Sinne erstmal dann Pax Vobiscum, Valete und Zaijan. Tschüss.